Ein verregneter Vormittag in Hagenbecks Tierpark. Heute zu bestaunen, Journalisten in freier Wildbahn. Trotz 0 Grad und Nebel stehen sie mitsamt Kamerateams am Gehege und sehen nichts. Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich bin extra heute Morgen ziemlich früh aufgestanden und hergekommen. Und nun stehe ich jetzt schon fast 2 Stunden hier. 3 Monate alt sind die nordchinesischen Leopardenbabys. So süß waren sie nach ihrer Geburt. Heute sollte ihr erster großer Auftritt im Außengehege sein. 30 Augenpaare richten sich auf die kleine Klappe. Mutter Naoli traut sich kurz raus. Von ihren Jungen keine Spur. Die muss erstmal alles wieder richtig angucken. Außerdem stehen hier heute so viele Menschen. Sie sind ja alle da. Und da muss sie natürlich auch erstmal denken, lieber nicht jetzt, wer weiß, was die machen. Und deshalb ist sie vorsichtig. 15 neugierige Journalisten werden sich heute selbst zum Verhängnis. Nebenan präsentiert sich der Wapiti-Hirsch kameratauglich von seiner besten Seite. Doch vergeblich, die Medienhorde hat nur Augen für das leere Gehege. Dann großes Luftanhalten, es zeigt sich ein Näschen, ein kleiner Kopf und schwupps ist er auch schon wieder weg. Reicht das denn für den Beitrag? Also ich werde trotzdem noch was draus machen. Ein kleines Foto habe ich von ihm um die Ecke geguckt und von der Mama. Nach 2 Stunden wird es den Beteiligten zu kalt. Es geht zurück in die Redaktion. Und heute Abend turnen wahrscheinlich unbeobachtete Leopardenbabys durch ihr Gehege.